kriegt, wie er vor. Obwohl wir eigentlich jetzt gerade falsch lagen. So. Ich bring Samira jetzt ins Bett. Wir hatten... Gleitsch, ihr dürft schon mal anfangen. Wir hatten mehr Fotos und mehr Aufgaben erledigt. Wir haben alle drei Aufgaben erledigt gehabt. Ich glaube, wenn du alle drei Aufgaben erledigst, kriegst du das Doppelte. Ja, sagt, reicht. Digga, mach Platz. Oh nein! Ich will, okay, der Generator ist gleich rechts unter der Treppe. Ja, brauche ich Foto nicht mitnehmen, kann ich Temperatur. Oh, das ist ja mal mehr wie fies. Und dann geht sie Samira ins Bett bringen. Aber die können ja jetzt nicht mehr im Treppenhaus spawnen. Warum? Im Treppenhaus und im... Ich weiß nicht, ob es in der Schule im Flur ist, aber im Treppenhaus können die Geister nicht mehr spawnen. Das wurde gepatcht. Na, okay. Ja, da ist an. Jetzt ist die Frage, ja, wo gehen wir hin? Ja. Ich geh mal. Fangen wir hier. Ah, hier ist der Zirkel. Oh mein Gott, okay. Eine Kerze zieht 20 Sanity. Ich habe jetzt aber gar kein Foto dabei. Müssen wir dann mal fotografieren. Wir spielen Profi, oder? Ich denke. Oder fortgeschritten? Das ist jetzt die Frage. Warte mal. Geht das vielleicht? Unter J? Leicht, ach doch, kann man ja sehen, warte mal. Einzelperson, nee, fortgeschritten. Gut, genau. So. 14. 15. Nee, jetzt warm. 14. Zumachen. Warm. Machst du die Türen wieder zu? Naja, ich mach die Türen wieder zu. Sollte er irgendwo rumlaufen in der Nähe und eine Tür aufmachen, das wird vielleicht sehen. Klohäuschen ist er nicht. Nee, 22 ist auch zu viel. 18. 15. 13. 17. Nee. Das war halt noch. Nee. Ach stimmt, die war ja auch mal da, ne? Mhm. 18. 21. 16. Ah, jetzt sind wir hier. Hast du hinten alles fertig gemacht? Ja. Ja, dann können wir ja hier weiter gucken. Dann gucke ich gleich mal im Raum gegenüber vom... von der Treppen. Ne, 17.
14. Kann ja auch mal hier die Lichter anmachen. Wir sind. Ja, kannst du anmachen. Wir sind an. Wir waren gerade beim Generator und haben auf der Seite die Zimmer durch. Da waren wir gerade drin, das ist Cafeteria. Also. 17. Ja, 18. Dann können wir hochgehen, ja. Auf die Seite. Geh mal hoch. Er klingelt! Nur wo? Irgendwo links. Oh, ich habe gerade 13 gehabt. 15. 13. Ich weiß nicht, ob er hier unten oder oben geklingelt hat. 15. Gib uns ein Zeichen. 15. Also in dem Zimmer gegenüber 14. Was brauchen wir bei Profi? Bei Fortschritt meinst du bei ungefähr 10 Grad. 14 ist auf jeden Fall im Flurbereich gegenüber der Treppe. Ich mal auf. Aber wenn er unter nicht unter 10 Grad ist, dann ist er nicht da. Ich glaube, der war links oben irgendwo. Links oben? Dann müsste ich hier gerade auslaufen. Das ist die Twist, da schon was? Nee. Nein, wir haben ihn aber nicht mehr gefunden. Den Zirkel haben wir gefunden. Ja, das ist das Einzige. Mhm. Hier ist eine Tür weit offen. Und er hat sie gerade bewegt. Cool. Oh. Hier. Ach, da hinten. Links oben oder wie? Ja, aber das ist kein Handabdruck. Wo? Bei zu hier. 13? 13? Ne, hier drin ist er. 3,1 Grad. 6,1. Lass mal das Ding hin. Ich hol da noch irgendwas. Ja. Hm. Ich hab eine Box mit. Das ist gut. Ja, der Orb ist da. Wo muss ich jetzt hin? Der linke hinter Treppe dir, rauf ja. Und dann gleich zu. Also ein Orb ist hier auch, aber wir müssen nach Fingerabdrücken gucken. Ja, oder die Mimik hat vorhin gar nicht mehr dran gedacht, oder? Also wir haben Orb. Orb oder Kugeln, genau, müssen wir jetzt gucken. Gib uns ein Zeichen! Aber trifft sich eigentlich echt gut. Hat er ausgemacht? Ah, wir wurden angehalten. Ich hab ihn schon wieder gesehen. Er ist schon wieder auf mich zugelaufen. Ja, aber wo ist der Lichtschalter? Was denn jetzt? Er mag nicht reden in der Nähe. Nee, ist aber nichts drauf auf dem Lichtschalter. Na toll, ich habe jetzt voll Lust, mit ihm zu reden. Okay. Bist du hier? Ilana, was machst du da? Bist du hier? Ich schau gerade, ob das Kugeln sind oder ob es Norm ist. Kannst du fast nicht auseinanderhalten. Eigentlich gar nicht auseinanderhalten. Wo musst du denn? Doch, ich weiß in etwa, was sein muss. Bist du hier? Du weißt von dem Flugverhalten her, wie ein Orb und wie die Kugeln ausschauen. Hier? Ja, und was ist es dann? Habe ich so jetzt noch nicht geguckt. Bist du hier? Ah, da ist gar kein Kugelding mehr. Das Ding ist noch rumgeflogen. Bist du hier? Es ist weg. Bist du hier? Also Dots hat die mitgenommen, ja? Dein Kind? Nö, ich hab gerade Dots im Inventar. Ich geh gleich hoch. Ja, das Telefon klingeln, also er ist noch hier drin.
Was nehme ich denn jetzt so mit? Aber der Orb oder die Kugeln sind weg. Und dann ist es ein Mimik. Ich werde mal noch eine Kamera hinstellen da. Ja. Oh, ich sollte mal seine die Pillen nehmen. Ja, Bella, du müsstest. Du bist bei 50. Ich war bei 50. Ich bin noch nicht so weit unten, glaube ich. Nee. Ihr seid ja erst gerade drin gekommen. Ich bin ja schon relativ. Wenn ihr den Generator später suchen solltet, der ist auf der rechten Treppe unten. Juhu, wir kommen! So, dann gehen wir mal den Zirkel fotografieren. Und dann können wir den eigentlich mal, wenn wir ungefähr wissen, was es ist, den mal ausprobieren. Ja. Das können wir tun. Da hast du recht. Aber beim letzten Mal haben wir den nämlich auch nur fotografiert und nicht benutzt. So, machen wir die Kamera dahin. Wo haben wir ein Buch? Er hat festiger so die dumme Tür an, aber ich glaube, der macht keine Fingerabdrücke. Ich würde sagen, das ist ein Orb. Ich würde eher sagen, das ist eine Kugel. Echt? Ich dachte, das ist eine Schneeflocke. Aber das ist Staub. Wieso? Dicke Staubfluse, du. Ja, das ist alles der Staub. Was, Elsa? Mhm. Ja. Warum ist sie eine Brille? Dann kann es kein Mimik sein, denn das ist ein Orb. Ein Orb, ja. Mehr haben wir aber glaube ich noch nicht, außer die zwei. Schreib ins Buch. Durch welche Dings ist er gelaufen? Ja, durch beide. Durch beide? Ja! Jetzt ja, okay. Dort haben wir Banshee, Yokai, Raichu. Geh mal kurz raus. Pikachu. Ja, genau, Raichu. Pichu. Pichu Pachu. Fehlt nur noch Kamehameha. Ah, ne, falscher Film. So. Und wer hat er mir eigentlich gezogen beim Hey? Nicht viel. Brauchen wir trotzdem Fingerabdrücke? Nein! Achso. Also. Dann wäre es die Banshee mit den Fingerabdrücken. Aber der hat ja 100-mal die Türe angefasst und. Die hat ja auch das Licht ausgemacht, also denke ich nicht, dass es eine Banshee war. Der Yokai oder der Yurei mochten das Sprechen nicht, oder? Der Yokai meine ich weiß. Ja, der Yokai. Der Yurei zieht, glaube ich, relativ. Ja, nee, den Yurei würde ich ausschließen. Der hat fast gar nichts an Sanity gezogen, als wir da im Raum waren. Bei mir ein bisschen mehr. Rayo braucht EMF 5. Yokai braucht Box. Was für EMF hatten wir bis jetzt? EMF 5 haben wir. Oh. Wir können davon sprechen. So, dann kann ich ja gleich mal zum Zirkel gehen. Rayo. Und den dann mal einsperren. Ja, das würde ich Oma gerne ansehen, wie das aussieht denn. Ja, ja, ich komme auch mit rein. Warte. Warte mal, wo auf der rechten Seite? Ich auch. Rechts und dann nochmal rechts. Rechts. Zum anderen rechts Ausgang. Nochmal rechts. Ja. Zum rechten Ausgang. Ich renne noch so schnell hier. Och, ich renne noch schneller. Lauf. Süß. Treib rauf. Backdüsen. Hat jemand ein Foto mit? Nee. Ja, hier. Oh. Jemand gesagt. Da. Sollen wir uns verstecken? Ich will nicht sterben. Geh mal auf diese Seite. Du darfst, der wird eingesperrt und dürfte eigentlich die Türen wird nicht. Sowieso eingesperrt. Die Türen dürften eigentlich nicht geschlossen werden. Da werden wir dann sehen. Ja, wohin gehen wir? Deswegen hätte ich mal ein bisschen Abstand, dass ich gleich losrennen kann. Ja, jetzt ist er da drin. Jetzt könnte er fotografieren, zum Beispiel. Ja, jetzt ist er aber. Aber. Ja. Ich hab doch gesagt, ich hab diese Seite. Er hat dich! Ich hab ihn nicht fotografiert.
wie du so gebrochen bist. Du hast deine Beine überkreuzt. Ich sehe sie mal wieder nicht, die Kitty. Ja, aber es zählt nicht als irgendwas, wenn du das anzündest. Das finde ich blöd. Ja, aber das Geist hast du trotzdem, ja. Ja, Geist habe ich trotzdem noch gekriegt. Fotografiert jemand die Kitty? Ich sehe sie nämlich mal wieder nicht. Bei mir ist sie unsichtbar. Der Geist hat sie gleich mitgenommen. Mhm. Oh. Wie ein Engel liegt sie da. Jagd, ne? Ja. Oh. Ja, ich habe null Sanity. Ich habe alle Kerzen angezündet. Eine Kerze zieht 20 Sanity. Oh. Ja, habe ich das auch mal mit. Naja, er kommt bis hierhin, kommt er nie. Denke ich auch nicht. Das ist zu weit. Was war denn eigentlich ein Raiju? Ein Raiju. Aber wie Kitty da einfach stehen bleibt? Alle anderen vor die Tür hinter mir zugemacht und bin ich losgelaufen. Ja, ich habe mich aufs Fotografieren konzentrieren müssen, ey. Da konnte ich jetzt nicht hier gucken und machen und. Aber beide. Wir haben alle null. Wir fahren ja auch nur 2 Sekunden ungefähr. Der ist immer noch am Halten. Jeder kriegt 20 gezogen. Wir sind alle bei null. Hä? Aber da stand doch drin, derjenige, der die Kerzen anzündet. Wir sind aber alle bei null. Ist er noch am Handen? Hat aufgehört. Okay. Zwei Sekunden wird dann nur drin festgehalten. Sobald man ihn eingesperrt hat, gleich losrennen. Da muss ich ein Foto noch machen. Du musst von hinten machen. Ist ja wurscht, ob du ihn von vorne oder von hinten fotografiert. Frierst. Oh, das wollte ich jetzt nicht, dass Kitty stirbt. Ich hab schon Übung drin. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Sieht wirklich göttlich aus. Ja, ich sehe sie bei mir nicht mal wieder. Das Foto zählt ja. Ja, zum Glück. Aber was ist es jetzt? Raiju. Raiju was, ja. Attacke. Attacke. Aber das der bei euch ein, da stand nur derjenige, der die Fackel, also der die Kerzen anzündet, verschwindet, kriegt. Ja, das stimmt. Für jeden, der in der Nähe steht. Ja, das ist ja ein Schwachsinn. Die legt mal einen stark an. Oh. Man weiß es nicht. Raiju. 15 Minuten haben wir gebraucht. So. Wir sind hier schon wieder raus. Hampala. Der Hamster. Immer dieser Typ. Ein Hamster hat nicht genug Futter gekriegt. Und Kekse kriegt er ja keine. Kraftfutter. Was die Kühe kriegen. Oder hebst ihn einfach. Ein Koksstein. Was ist das für eine Keksform? Könnte Nikolaus mit. Oder ist das ein Bärchen? Ein Bärchen haben wir nicht. Nikolaus kann sein. Der hat einen Sack hinten. Ja, ja, genau. Die Zipfel müssen. Genau. Am besten ist es Lama. Das habe ich dieses Jahr gefunden und dann habe ich mir gedacht, das sieht so geil aus. Ich habe Dinos gefunden. T-Rex und Stego und. Aber cool. Oh, geil. Richtig schön. Riesen Trike ist da mit drin. Ah, cool. Es war alles so kindlich gemacht, also von der Form her. Aber mega süß, aber ich habe keine Butterplätzchen mehr gemacht. Na so. Gibt es nächstes Jahr. Weißt du, was machst du, wenn wir aufhören, Phasmo zu spielen? Warum? Ja, weil ich eventuell auch Anno spiele wird, wenn du mitspielst. Okay. Okay. Hast du auch Lust? Ja, heute ist Freitag. Ich muss das Kind nicht so früh ins Bett schicken. Gut, wunderbar. Nachher gucke ich wieder so also rein. Oh ja, danke für die Blümchen, ich habe sie gesehen. Da hast du sie.
Ja, man kann jetzt da viele verschiedene Pflanzen finden. Die haben alle einen verschiedenen Grad an Nährstoffwerten. Mhm. Gibt mittlere und zum Beispiel der Patschi braucht Kokosnüsse, Honigbohnen und Agave. Genau, mhm. Die sind bevorzugt für den Chi. Und alles andere ist so semi. Wenn du die gute Futter frisst, dann kriegst du Bonis in Er ist hier im Wohnzimmer. Okay, da. Nice. Ja. Aber kein Schaukelstuhl-Fraktion. Auf Lebensregeneration und oh, jetzt habe ich meine Taschen auf die Ruhe geworfen. Und also einmal Orb beziehungsweise Kugel. Broke-Tempo, so genau. Bist du hier? Die Ei werde ich mir vielleicht irgendwann mal gönnen. Bist du hier? Eigentlich finde ich das ganz... Bist du hier? ...ganz cool, da mit Dino zu spielen und nicht nur die Dinos zu zähmen. Bist du hier? Ist ganz lustig. Da, Basti! Dein Klopapier. Ja, was soll das? Klopapier? Bist du hier? Oh, lieber Geist, ich werd gemobbt. Die Fab-Rolle hat sie mir gebracht. Ich guck mich hier oben mal ein bisschen um. Minus 1,8. Siehst du? Hat das Klopapier geholfen? Die besten Geister. Bitte nicht. Nein, die Kekse sind nicht für euch. Aus jetzt mit dem dummen Ding. Also, Gefriertemperatur. Nack. Und kann es immer noch ein Mimik sein. Dann müssen wir Fingerabdrücke knack, gucken. Knack. Frage nicht. Als Emily auf die Welt gekommen ist, habe ich auch ein Baby gehabt bei mir auf der Station, das so gemacht hat. Kitty kennt die Geschichte. Was hat er? Klavier. Er spielt Klavier. Ah, ich komme runter und der spielt Klavier. Ist das nicht schön? Ich komme mit dem Fingerabdruck. Ich bin da schon auf dem Weg. Achso, ich dachte, Melena hat. Nö, ich hab die Tricks mit reingenommen. Wo spielt der Klavier? Wo ist das Klavier? Ach, da. Hier, da. Sieht man da überhaupt Fingerabdrücke drauf? Ja, auf die Tasten manchmal. Nö. Sieht so aus, als wenn der Fernseher einen Fingerabdruck drauf hat, ne? Aber er sieht dort. Oh, Gefrieratem. Sind das eine so Kokosplättchen? Welche? Die sah auch schon wie die Butterkekse. Ja, stimmt, Heiko auch im Mittelpunkt. Die schmecken am besten für mich. Das sind die Haferflockenplätzchen. Da ist Kokos und Haferflocken drin. Meine Lieblingsdinger sind die, wie heißen die? Weiß ich nicht, Rubinplätzchen. Genau. Was für Dinger? Rubinplätzchen, die mit dem Kokosrand und obendrauf den Marmeladenklecks. Der reimt aber nicht durch. Dinger. Ich glaube, der hat keine Dots. Ich guck mal, kann man da irgendwas mit reinnehmen? Ah, mach aus das Licht. Ich würde mir gerade mal einfällt, eigentlich kann man mit dem Witcher-Brett den Geist. Ja, also quasi kannst du ja mit dem Witcher-Brett mit dem Geist ja auch beschwören, wenn du ja nicht goodbye sagst, ne? Ja. Komm mal. Haben wir doch schon. Hier ist der Knochen. Wo? Küche. Okay. Komm. Beim Esstisch. Na, Basti, du musst... Oh mein Gott.
Nein! Er hat dich? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich geh rein und guck wegen ihm ab und er kommt von hinten und bietet mich um. Na, diesmal nicht. Oh mein Gott. Ich bin einfach nur gerannt. Ich bin die Treppe wieder hochgegangen! Verdammt, der Weihnachtsmann hat mich umgebracht. Guck dir das grade, an. Ich hab gerade das Kreuz hingelegt. Dann stelle ich mich so neben dich, Mama, und dann fängt er an, dieses mit dem Glockending. Ich habe gar nicht gewusst, wo er herkommt. Ich bin einfach in dieses dumme Bürozimmer da vorne gerannt. Ich habe mich gefragt, was du tust. Du bist einfach nur da gestanden und in den Kreis gerannt gefühlt. Nein, ich wollte mich umdrehen, weil ich dachte, der kommt von vorne. Und dann habe ich gemerkt, nee, der kommt von hinten und wollte wieder zurückrennen. Und dann hat er mich schon gehabt. Ja, du wolltest dich in die Arme des Weihnachtsmannes schmeißen, für die gibst du. Ich war zu dumm, die Tür zu machen. Ich habe gedacht, der hat mir jetzt gleich... Er war verdammt schnell. Unten. Ich bin gerade die Treppe runter, der muss ja direkt vor mir gespawnt sein. Sanity. Oder er kam um die Ecke, ja. Boah, das ist ja kein Wunder, unsere Sanity ist ja im Bodenlosen. Warum? Und was? Basti ist unter 20%, also Durchschnitt hätten wir. Oh, lassen Sie das Team mit Zeuge eines Geister-Events werden. Ist ja nicht so, dass du vor mir umgefallen bist. Das ist ein Geister-Event. Mein Kruzifix funktioniert aber auch nicht, ey. Es sind sogar zwei drin. Ich habe keine Ahnung, was das manchmal ist. Ich denke, es ist irgendwie entweder Hand to the Revenant. Weil es so schnell war. Ich will Pillen nehmen. Nicht zwingen. Basti, nimm du ruhig nochmal Pillchen. Nimm meine Pillen. Ich brauch sie immer. Hast du schon mal mit dem gesprochen? Ja, hat Enki mit denen schon wieder gequatscht? No. Ja, so eine Box ist hier weg. Was? Ja, eine Box liegt hier auf irgendwo. Wo denn? Ich weiß nicht wo. Irgendwo habe ich sie hier liegen sehen vorhin. Oh, Hox, bist du hier? Ich weiß nicht mehr wo, ich sehe es ja jetzt nicht mehr. Box. Oh, die kommen her. Bist du hier? Er reagiert auf nur ein Kind. Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du besoffen? Wie geht's dir? Was machst du so? What's up? Ja, keine Lust. Ist der überhaupt da noch von dem Gefrierdings her? Wo bist du? Guck mal. Weiß gar nicht, wie. Naja, ist der Generator noch an überhaupt? 12,3, da ist. Warte mal. Ich höre gerade Wasser. Mach mal Licht an, Joko. Ja, doch. Geht hier Licht? Ja. Nee, Licht geht nicht mehr. Licht doch. Ja, nee. Warte. Ja, Licht ist an. Er hat oben im Bad das Wasser aufgedreht. Oben im Bad? Ganz hinten das. Nicht das vordere, sondern das ganz hintere. Hier im Flur sind 0,9. Minus 3,8. Wo? Oben? Mhm. Sag ich doch, der ist gewandert. Gleich im Flur hier. Ach, Mann. Dieser Geist. Er kommt. Oh mein Gott. Ich kann nicht rennen. Oh mein Gott, er kommt. Er ist so schnell. Er hat mich. Er ist so schnell. Oh. Oh mein Gott, ich wollte gerade das dumme Scheißbuch hinlegen. Oh mein Gott,
Das ist entweder Hantu oder Revenant. Ich weiß aber nicht. Alter Schwede, Bella, liegst du dort? Oh, da wie eine Drama Queen! Ja, umgefallen wie der sterbende Schwan. Ja, natürlich! Ich bin doch auch der sterbende Schwan! Wir sind auf 31 und 13. Ja, nur mal so. Der Revenant bräuchte Buch. Orb Buch. Echt? Ja. Das heißt, da oben muss unbedingt ein Buch hin oder zwei. Es kann aber auch der Mimik sein, der es imitiert. Der Hantu. Er handelt. Abdrücke. Wo ist er denn? Auch. Ah, er jagt schon wieder. Ah. Jetzt ist die Treppe runter oder wo? Basti. Er hat dich. Oder? Ja. Und hallo, Basti! Ja, aber er ist langsam gewesen. Und hier steht, versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Ja, es ist Revenant. Bei Stärken wird es schneller, wenn er sein Opfer jagt. Dann würde ich absolut sagen, es ist ein Revenant. Er braucht ein Buch, oder? Ja. Ja. Ja, ich denke, es ist Revenant. Also hier oben liegt aber ein Buch, aber ich denke, das hätte um die Ecke gemusst. Weil der hier nämlich gespawnt ist, hier hinten. Ja, aber der ganze Flur zählt als ganzer Flur hier. Hier fehlt das zweite Buch, eins hinten und eins vorne, ja. Ich hab das zweite Buch, ich wollte es gerade hinlegen, da hat er angefangen. Ich bin einfach nur dran. Ja, dann komm, jetzt schaffst du noch. Ja. Nee, sie stirbt dann auch und dann kriegen wir gar nichts. Also ich habe Revenant eingetragen. Ja, ich auch. Als spannend. Fotos haben wir zwei, nee, einmal toter Körper und einmal Knochen. Wenn sie mutig ist, kann sie kurz die Tür aufmachen und mich noch fotografieren. Dann zählt das vielleicht als zweiter toter Körper. Hä, dich hat sie doch schon die Fotografie, oder? Nee, den toten Körper haben wir doch. Das ist, Der mich? Achso. Stimmt, wir sind ja drei. Wo liegst du denn? Ich bin direkt vorne an der Tür an der Treppe. Basti liegt aber oben. Ach, ja, oben bin ich nicht. Ja, aber ich lieg da vorne direkt an der Treppe. Oh, bitte, lieber Geist. Bitte, lieber Geist. Du hast mich doch lieb, oder? Hab sie auch so lieb wie uns. Kommst du auch in unserer Hölle? Oh mein Gott. Er huntet. Hä? Du hast doch gar nicht geschafft. Du hast doch gar nicht reingemusst. Ja doch. Nee, ich lieg doch da vorne. Die Tür. Wir hätten mal die Tür aufmachen müssen. Nee, weil die Tür nach rechts aufgeht. Ja, aber dann lege ich trotzdem immer noch halb. Nee. Achtung. Da kommt die Treppe runter. Er kommt. Ja. Wir kriegen nichts mehr. Nee. Toll. Ach Mann. Und deswegen geh nicht rein. Also ich wäre auch nicht mehr reingegangen an deiner Stelle. Na, ich habe ja gedacht, sie fotografiert von der Tür aus. Selbst. Ja, aber ich kann schlecht durch die Tür fotografieren. Selbst mit der Tür nach rechts hättest du noch ein Stück von mir drauf gehabt. Nee. Ja, aber ich hätte bestimmt nicht erzählt. Nee. Ich hab ja nicht gewusst, wird überhaupt nichts. Ihr habt doch gesagt, direkt vorne vor der Tür. Ja, aber vorne das hätte nicht gezählt, vorne, weil sie die Tür fotografiert hätte, nicht dich?